Willkommen auf der IBC 2019 hier auf dem Mahadruck-Stand. Heute will ich Ihnen zeigen ein neues Produkt, das Quartet to go heißt. Was es letztendlich ist, ist eine kleine externe Box, in die ich ein 4K-Signal, ein 8K-Signal sogar einspeisen kann. Und die Idee, das Konzept dahinter ist, dieses Signal auf 4 Bildschirme aufzuteilen. Das kann ein 2x2-Setup sein, mit dem ich einfach mehr Bildschirme an meine Quellen anschließe. Es kann aber auch jede beliebige Art von Anordnung sein, um eine ungewöhnliche Wand, so eine typische Digital Signage Wand zu erzielen, bei der ich Displays eben nicht aneinander reihe. Also jede Art von Anordnung ist möglich. Jedes einzelne Display ist unabhängig von dem anderen. Diese Software nennt sich Powerwall. Das ist eine kostenlose Software, nichts was kostet, sondern mit der richte ich diese Unit ein. Ich arbeite komplett offline. Ich bin nicht angeschlossen an die Box, die läuft. Ich schließe eine Quelle an. Und das Bild hier, dieses Hintergrundbild, zeigt mir die Quelle, die eingelesen wird. Jetzt habe ich gesagt, jedes Display ist praktisch voneinander unabhängig. Ich kann sie überlappen lassen, ich kann jede Art von Anordnung durchführen. Und jedes dieser 4 Displays zeigt mir den entsprechenden Ausschnitt an. Also Sie können jede Art von künstlerischen Darstellung an Videowand damit erzielen. Wenn ich einen Modus gefunden habe, mit dem ich gehen will, ich speichere den, erst dann verbinde ich mich mit der Box und lade diesen Modus praktisch in die Firmware der Box hinein. Und Sie sehen jetzt diese Z-Anordnung. Also wir haben die Displays nicht in einer klassischen 2x2-Anordnung, wie es naheliegend wäre, sondern es ist hier genau 90 Grad gedreht, zwei dieser Displays. Letztendlich ist es aber trotzdem eine 4K-Quelle, eine ganz normale rechteckige Quelle, die dahinter liegt. Sie sehen hier die Box, die im Einsatz ist, die diese 4 Displays betreibt. Ich habe hier hinten meinen DisplayPort-Eingang, habe 4 HDMI-Quellen zu den Displays und über Netzwerk kommen die Steuerkommandos von der Software da drüben. Die externe Box natürlich leicht an eine Grafikkarte anzuschließen. Für denjenigen, der so etwas in ein bestehendes System integrieren will, gibt es auch eine Steckkarte und über diesen PCI-Express-Steckplatz, Sie sehen, der hat Buy-One, geht in jeden möglichen Steckplatz physikalisch zu stecken. Die Funktion ist exakt dieselbe, nur habe ich jetzt hier Mini-HDMI-Ausgänge, Mini-Display-Port-Eingang. Kunden von uns, die Systembauer sind, Systemintegratoren, verwenden die Karte. Jemand, der Digital Signage in einem Laden installiert, in einem Retail-Outlet, typischerweise die Box. Geht mit jedem Digital Signage-Player.